Hallo meine Lieben, und zwar habe ich einen neuen XXL Food Haul vom Lidl, Kaufland, Rewe, Netto. Genau, wir waren tanken gewesen. Die Drogeriesachen von Rossmann und DM und die Sachen vom Action, die zeige ich euch später in einem separaten Video. Jetzt will ich erst nur mal die Food, die ganzen Lebensmittel mal gerade machen, damit ich auch die Sachen einfrieren kann. Genau. Und ich war im Fressnapf gewesen. Und heute ist es wieder so brachial warm, dass ich kaputt gehe. Ich muss nach dem Video duschen gehen. Definitiv. Und der Pony, der geht mir dezent auf den Nerven. Dezent auf die Nerven. Okay, fangen wir an. Im Kaufland kamen einmal unsere Sonntagsbrötchen hier mit. Genau. Dann habe ich im Kaufland. Ach so, ja gut, ist ja egal. Da kann ich euch jetzt zeigen. Habe ich im Kaufland von Bevola Baby Feuchttücher geholt. 320 Tücher, ist biologisch abbaubar, ist mit angenehmen milden Duft, mit Aloe Vera und Kamilleextrakt, milde Reinigung und Pflege. 4x80 Tücher, gleich 320 Tücher, ist ein Viererpack. Genau, für 2,95 kann man echt nichts sagen. Und die benutzen wir selber und ich benutze die auch für meine Hunde, wie gesagt. Gell? Dann haben wir im Kaufland von Hela Gewürzketchup Curry mitgenommen. Dann musste ich auch wieder ja, Hamsterfutter für meinen Hamster mitnehmen. Der ist im Moment sehr, sehr gut, also bin ich froh drum. Dann war auch hier meine Süß-Sauer-Soße für 1,11 € im Angebot. Dann für 1,99 € Geflügelfleischwurst. Für 1,99 € habe ich hier meinen Amike-Saft mitgenommen mit Folsäure für die Zellteilung und Vitamine. Wie gesagt, brauche ich ja, ne? Wisst ihr ja. Genau. Das Ketchup hier hat, glaube ich, 2,75 oder 2,79 irgendwie so was gekostet. Das Hamsterfutter hier 1,29 €. Genau. Und die Sonntagsbrötchen 99 Cent. Das hier. Orangennektar war für 57 Cent und 25 Cent Pfand. Genau. Dann war für, ich meine, 1,29 oder 1,99 waren hier meine Mozzarella Sticks im Angebot gewesen. Die sind sehr, sehr lecker für zwischendurch mal. Dann wieder unser Bordelais-Fisch hier. Boah, meine Haare, gell? Guck mal, wie. Boah. Der war jetzt für, ich meine, 2,19. Ja, 2,19, genau. Dann war für 99 Cent, hat mein Mann sich diesen Bananennektar mitgenommen aus Bananenmark. Fruchtgehalt mindestens 25%. Ein Liter, den trinke ich ja nicht, der trinkt ja nur, wie sagt mein Mann. Vom Lidl habe ich mir wieder eine aufladbare Karte für mein Handy genommen. Mein Mann hatte einen Energy-Drink, den hat er schon getrunken. Und wir hatten dreimal diese Schinken-Käse-Croissant. Die waren im Angebot gewesen. Zwei kaufen und eins geschenkt bekommen. Die haben wir geholt. Die haben wir aber auch schon gegessen. Und mein Mann hatte da diese Papes geholt zum Drehen und Tabak. Gell? Ich meine, irgendwo liegt noch ein Tabak dabei. Er hat sich zwei Stück geholt. Und ich habe auf der Tankstelle noch diese Filter geholt, die man damit reinmacht. Genau, die kann ich euch jetzt zeigen, weil die hat er schon in Benutzung. Dann habe ich wieder meine Drinks hier mitgenommen. Die kennt ihr ja mittlerweile auch. Dann habe ich Teegetränk, Zitronengeschmack. Kann man kalt und heiß genießen. 400 Gramm für zwischendurch mal, ne? Dann habe ich zweimal unsere Knoblauchsoße geholt. Dann einmal Salatdressing, Joghurtkräuter. Kennt ihr ja auch schon von mir. Dann haben wir hier einmal diese Essschnitten in Vollmilchnuss geholt. Moment. Die sind, ich meine, dafür 1,39 €.
Genau. Das hier war für 1,19 meine ich, irgendwie sowas. Die Soßen waren für 79 Cent. Das hier ist für 1,39. Genau. Die Essschnitten hier sind für 99 Cent im Angebot. Diesen Joghurt-Banane-Schokoflakes war für 39 Cent. Dann waren auch die originalen Kinder-Pinguins, 8 Stück, für 1,99 im Angebot. Dachte ich mir, komm, die kann man sich ja jetzt mal mitnehmen. Dann für 89 Cent hat mein Mann sich wieder seinen Reis mitgenommen. Der isst sehr, sehr gerne Reis. Also wenn ich ja, wie gesagt, Reis esse, ich brauche mein Jasmin-Reis, weil sonst, ich bin kein großer Reisesser. Und ich meine, für 1,39 oder 1,69 waren diese, ja, Pains, diese Schokodinger hier im Angebot. Also nicht im Angebot, aber habe ich nur mitgenommen. Dann ist die erste Tüte leer. Dann haben wir mitgenommen Pizza aus dem Steinofen, Spezial, da sind 2 Stück drin, mit Salami, Schinken und Champignons. Genau, sind auch sehr lecker. Dann hat mein Mann hier einen Rührteigboden mitgenommen, weicht nicht so schnell durch. 300 Gramm, weil mein Mann möchte gerne am Samstag einen frischen Kuchen backen für Sonntag. Genau, bin ich mal gespannt. Dann haben wir im Kaufland endlich mal wieder unser liebstes Brot, die 2 letzten, bekommen. Die kosten 1,59 jetzt, waren wir bei 1,09 €, ja? Ne, 1,19 waren die mal. Das war für 1,39 gewesen und die Pizza meine ich für 2 Euro paar zerquetschte. Genau. Haben wir 3-mal Milch mitgenommen, 1 Liter, die 1,5er, die kostet jetzt 84 Cent ein Liter. Und dieses Toastbrot hier, Sammy, das Original Super Sandwich, 750 Gramm, war im Angebot für 1,11 €. Genau. So, und dann ist diese Action-Tüte hier auch leer. Dann habe ich im Kaufland ein 6er Medium Sprudel geholt. Kann man schon mal dahin tun. So. Dann kam im Kaufland unsere Baguettes mit Salami. Da sind 6 Stück drin. Für zwischendurch, gell? Geht das ab und zu mal. So. Dann habe ich mir diese leckere Curry-Bockwurst mitgenommen. Und ich habe mir die Curry-Bratwurst mitgenommen. Die sind so, so lecker vom Kaufland. Und mein Mann wollte nur eine Bockwurst. Dann haben wir statt die Pflanzenmargarine, haben wir jetzt die Sonnenblumenmargarine mitgenommen. 500 Gramm. Mit 5% anderen pflanzlichen Fetten von Natur aus, reich an Vitamin E. Genau. Haben wir mitgenommen, 500 Gramm. Der war für 1,19 € und die Pflanzenmargarine für 1,29 €. Hey! Genau. Dann habe ich mitgenommen 2-mal Delikatesse Salami 1A, 30% weniger Fett. Ist zwar noch vom Oing Oing, aber ne? War mal bei 1,09 €, ist jetzt 1,49 €, also 40 Cent teurer geworden. Ja, dann für 1,29 € haben wir hier Delikatesse Putenbrust mit Kräuter mitgenommen. Dann für 1,29 € Putenbrust in Classic. Und einmal für 1,29 € Putenbrust mit Curry. Genau. So, dann habe ich Delikatesse Geflügelmortadella mit reinem Rapsöl. Habe ich 2-mal geholt, die kostet 1,29 €. Und ich habe 2-mal Delikatesse Bierschinken mitgenommen. Die kostet auch 1,29 €. Habe ich auch 2-mal mitgenommen. Dann habe ich mal mitgeholt, ich meine, war für 1,69 € oder 1,79 €, weiß nicht mehr.
Tortelloni, Käse-Sahnesoße mit reiner Ricotta-Spinatfüllung in einer cremigen Käse-Sahnesoße mit, Ka mit Karotten und Brokkoli, Brokkoli-Röhrchen tiefgefroren. Also so sieht das aus. Wollte ich mal ausprobieren, wie das schmeckt. Schmeckt ganz gut. Dann musste ich jetzt von Centis mein Bell Mand, also diesen Mandel-Nougat-Creme. Ja, musste ich die mitnehmen, weil die andere gab es nicht mehr für eins. Ne, für 2 € paar zerquetschte. Dann kam für mein 89 Cent, hat mein Mann diesen Heringfilet in Senfsoße mitgenommen und ich habe in Tomatensoße. Dann für 1,69 haben wir zweimal diese Lasagne Bolognese für zwischendurch mal, gell? Haben wir die mitgenommen. Dann war für 77 Cent Exquisa im Angebot. Frischkäse mit Joghurt, Kräuter. Der ist sehr, sehr lecker. Da sind 200 Gramm drin. Der war im Angebot für 77 Cent. Dann für 2,49 € kam unser Hähnchen-Geschnetzeltes hier mit. Genau. Dann für 99 Cent kamen diese Kartoffelpuffer mit. Die sind auch sehr, sehr lecker. Dann für 1,99 kam knuspriger Backkamonbär mit. Dann für 79 Cent jeweils Schlagsahne. Die braucht mein Mann für den Kuchen. 200 Gramm. Genau. Dann für 1,29 € meine ich, kam einmal Pommes mit. Dann für, ich meine auch 1,29 € oder 1,39 € kamen die, hey, Knusperkartoffel mit Knusperkartoffeltaschen mit Frischkäse und Kräutern. Die kennt ihr ja schon von uns auch. Die sind sehr lecker. Dann für 2,19 € kamen einmal 15 knusprige panierte Fischstäbchen mit. Jetzt haben wir sie endlich mal wieder gekriegt. Die waren so lange ausverkauft gewesen. Und für 2,19 € kamen Knusperfilets in Senfsoße mit. Da sind 4 Stück drin. Die sind sehr, 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 sehr lecker. Dann ist einmal diese, die Tüte leer vom, die ist vom Rossmann. Genau. Dann habe ich im Kaufland, da zeige ich euch jetzt auch schon, dreimal Unterlagen geholt. Da zeige ich euch jetzt auch schon, da kann ich das schon wegräumen. Dann kann ich euch auch das hier schon zeigen. Mein Mann hat sich im Action zweimal die Jumjums mit Chicken geholt. Hier ist Action, da zeige ich euch später. Jetzt hier hin. Dann habe ich einmal mitgenommen Kaffeefilter Größe 4, 100 Stück sind da drin. Ich meine, die waren für 1,39. Ich weiß gerade nicht mehr. Boah, meine Haare stehen. Meine Güte, aber meine sind leer gegangen. Oh, Alter. Ich muss gleich unbedingt duschen gehen. So, dann kam mit 4-mal geschnetzeltes syrische Art. All die anderen haben wir noch. Dann einmal Buchstabensuppe, einmal Hühnersuppe, die haben wir ja noch einmal, haben wir jetzt zweimal. Einmal Tomatencremesuppe und einmal Rindfleischsuppe. Für zwischendurch sind die auch mal ganz, ganz gut. Dann habe ich hier meinen Tee nachgekauft und zwar habe ich den das erste Mal bekommen von meiner Schwiegermutter. Die hat mir den in ein Paket mitgeschickt, weil die wohnt ja in Thüringen. Und die hat mir den mitgeschickt. Der ist von Teekanne. Das ist der marokkanische Minze, erfrischend orientalisch, Minzteemischung. Und da habe ich jetzt vorgestern mein letztes getrunken und das ist so, so lecker. Und ich kann euch nur empfehlen, und das riecht schon aus der Verpackung. Und der war jetzt auch im Angebot für 1,11 €, meine ich sogar. Genau. Dann habe ich im Kaufland, das habe ich geschenkt bekommen, die zwei hier, weil ich Gutscheine hatte. Von Bevula Babysicherheitswattestäbchen. Da sind 72 Stück drin.
mit FSC zertifiziertem Papier schafft, mit weicher Sicherheitszone. Ja, ja genau, die habe ich zweimal geschenkt bekommen und die kann man ja auch holen für die, wieder für die, selber für die Ohren, nicht nur für Babys und auch für an die Augen und wenn man sich schminkt oder so, gell? Im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. So sagt man das immer. So, dann haben wir zweimal mitgenommen Spaghetti mit Tomatensoße und gerinem Käse. Das ist ja mein allerliebstes. Da tue ich ja die Soße immer selbst verfeinern. Das können wir gerade schon mal hier reinpacken. Oh, pass mal auf. Pass mal auf. So, genau, kann man das da schon wieder reintun. So. Dann haben wir zweimal, die waren für 1,19 Euro gewesen, genau. Dann haben wir zweimal für 89 Cent Nudeln mitgenommen. Die darf man ja jetzt wieder vom Kaufland essen. Die waren ja letzten Monat irgendwie, war ja ein bestimmtes Mindesthaltbarkeitsdatum. Die waren befallen von Salmonellen, genau. Hey, dann haben wir einmal mitgenommen, auch für 1,19 Euro Macaroni mit Tomaten-Sahnesoße. Sind sehr, sehr lecker. Sodele. Dann lassen wir die jetzt auf die Nudeln. Da haben wir einmal die. Dann einmal die. Kann man auch direkt wegpacken. Dann haben wir viermal Gemüsemais mitgenommen, vier Stück. Dann kam einmal Paprika mit. Die sind für 69 Cent. Und der Paprika war für 1,89 Euro, meine ich, im Angebot. Genau. Kartoffelpüree, wenn es mal schnell gehen muss, der war für 1 Euro ein paar zerquetschte. Genau. Dann haben wir zweimal mitgenommen, jeweils für mich eins und für meinen Mann eins. Erdnüsse mit Paprika-Knuspermantel. Die waren, glaube ich, für 69 und 89 im Angebot. Dann waren für 69 und 89, ich weiß gerade gar nicht mehr, diese drei passierte Tomaten hier im Angebot, weil der Tomatenmark, den ich sonst immer hole, der war sonst für, ich meine, 49 und 69 Cent. Der ist jetzt schon bei 89 Cent. Das habe ich nicht eingesehen. Puh. Nö, da habe ich zu meinem Mann gesagt gehabt, dann nehmen wir die einfach mit. Reicht auch für eine Pizza komplett. Also eine Packung hier so. Das sind drei Stück, die kann man auseinander machen. Und nö. Dann waren für 89 Cent kamen einmal Pilzen, dritte Wahl mit. Dann war für, ich meine, 1,11 oder 1,29 war meine Miracle Whip im Angebot. Dann für 99 Cent kam mein Schwarzbrot mit. Dann für 77 Cent hat mein Mann sich hier seine Creme wieder geholt mit Lachs. So, für 59 Cent kam einmal Apfelmus mit. Dann waren wir im Netto, da haben wir Weizenmehl Typ 405 mitgenommen für, ich meine 89 Cent. Ja, genau. Dann haben wir im Netto einmal diese Wiener Art Schweineschnitzel mitgenommen für 5,99. Da sind sechs Stück drin. Die haben wir gestern bei meiner Mutter probiert. Die hat uns gestern zum Essen eingeladen. Dann haben wir die probiert und die sind mega lecker. Dann haben wir für 2,59 Euro Hähnchenkebab mitgenommen im Netto für unsere Webs. Gut. Dann kam für 29 Cent Sahne fest mit.
braucht mein Mann für den Kuchen. Der war 29 Cent im Netto. Und dann war im Netto im Angebot 3 Ritter Sport nehmen und 2,38 Euro bezahlen. Da habe ich die mit Joghurt mitgenommen. 3 Stück für 2,38 Euro, meine ich, war das gewesen. Und ich esse da am liebsten Joghurt. Dann ist auch diese Action-Tüte hier leer. Ich habe jetzt sämtlich fast alle Action-Tüten. Ich habe auch jetzt die neue gekauft. Genau. So, was haben wir denn noch hier? Dann kam, das zeige ich euch jetzt auch schon, im DM von Sanft und Sicher Toilettenpapier mit. Vom DM-Markt. Da sind dreilagig, 8 Rollen, 200 Blatt. Ja, genau. Dann im Fressnapf, da kam das Futter für meine Hunde mit. Genau. Dann müssen wir hier gerade noch gucken, weil wir waren ja auch, wie gesagt, im Lidl. Im Rewe, da kam noch diese Instant-Pulver mit für 49 Cent. Da braucht man auch zum Backen, da kommt ein bisschen rein. Einmal mit Orangengeschmack und einmal, glaube ich, mit Himbeere. Genau. Auch so zum Trinken, sehr lecker. Dann hat mein Mann sich wieder diesen Holunderblüten-Getränkesirup geholt. Macht er schön mit Sprudel, schmeckt mega lecker. Dann kam im Rewe von Ja geriebene Mozzarella-Käse mit, weil wir wollen gleich Pizza machen. Aus. Dann im Lidl kam einmal, oh, wie teuer das jetzt alles hier am Rewe ist, das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich schon drauf geachtet. Im Lidl kam einmal dieser Salat mit. Die Wurzel tue ich in meinem Hochbeet einpflanzen. Das habe ich schon mal gemacht. Und dann kam der ein zweites Mal. Und den hier, den schneide ich hier so ab. Lass den kurz ein Stückchen noch dran. Pflanze das hier ein und dann kommt der nochmal. Das ist mega. Ich meine, der war für 99 Cent im Lidl. Genau. Im Lidl. Dann für 1,39 Euro, meine ich, war im Lidl diese Trauben kernlos. Rocky! Ja, genau, dann habe ich im Lidl auch diese Sticks hier, aber die habe ich zwischendurch schon gefuttert. Dann kam im Lidl auch diese Nektarinen hier mit, die sind lecker. Da weiß ich aber jetzt gerade die Preise nicht. Dann hat mein Mann sich im Lidl diese Erdnussbutter mit, die nur Erdnusscreme. Ach, wie geil, damit kannst du mich eigentlich jagen. So. Dann kam Lidl eine Gurke mit für 59 Cent. Rocky. Und ich meine, für 89 Cent kamen meine Tomaten mit vom Lidl. So, für 1,19 kamen unsere Wraps mit. Dann habe ich im Lidl zweimal die Leckerlis für meine Hunde mitgenommen mit Kalb. Die kennt ihr jetzt auch schon. Und einmal mit Geflügel. Genau. Damit ich das hier auch wegräumen kann. Im Rossmann kamen dreimal diesen Topf mit Reich an Geflügel. Dreimal für meine Hunde mit. Genau. Genau, dann kam im Lidl unser Pizzateig hier mit. Den brauche ich gleich. Hier ist das andere Päckchen Tabak von meinem Mann. Das andere hat er schon in Benutzung und die Papes und die Filter. So. Hier sind keine Lebensmittel. Haben wir hier noch Lebensmittel drin? Nö. Da sind auch keine Lebensmittel drin. So, das war es an Lebensmittel gewesen. Das verräume ich jetzt mal alles und friere alles mal ein, bevor es mir kaputt geht oder auftaut. Es ist ganz schön warm draußen. Und ja, dann gehe ich duschen. Dann mache ich die frische Pizza für uns. Und dann drehe ich gleich noch den anderen Haul ab. Genau. Und... ja, genau.
Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Alles andere steht unten in der Infobox oder unter jedem meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Tschui. Vor allen Dingen, ich habe doch gar nicht gesehen, oder? Ist die Marie drauf? Die geht ein bisschen länger. Ich wollte es einfach nur mal gerade gesagt haben. Okay, tschaui.